Wir starten jetzt damit, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir die grafische Oberfläche oder überhaupt die Oberfläche unseres Systems bauen wollen und fangen an, Drahtmodelle zu malen, wenn man so will. Also die werden häufig auch als Wireframes bezeichnet. Man könnte jetzt einwenden, warum schon so früh? Wir sind hier noch gerade dabei, die Requirements zu finden. Wir wissen noch gar nicht so viel über das System. Warum jetzt schon eine grafische Oberfläche malen? Kostet das nicht so viel Zeit? Da ist aber zu sagen, dieses Malen der ersten grafischen Prototypen des Systems ist Teil des Problemlösungsprozesses. Sie machen ja mit dem IT-System für den Kunden einen Lösungsvorschlag, in welchen Schritten er seine Aufgaben mit dem System erfüllen soll. Und auch der Kunde und Sie lernen ja gemeinsam, in welche Schritte vernünftig werden und wie man den Ablauf gestalten soll und welche Features man dazu überhaupt braucht. Also was ist in der realen Welt, was ist in der IT? Und mit diesen Wireframes können Sie sehr konkret hinschreiben. Das heißt, Sie können was hinmalen und dann kann man über was ganz Konkretes diskutieren. Und das ist natürlich deutlich konkreter, als wenn Sie einfach so ein paar UML-Kastendiagramme hinmalen oder ein Excel-Sheet mit 300 Spiegelstrichen und irgendwelchen Requirements. Also wir brauchen eine konkrete Form, an der alle Beteiligten ändern können. Und dafür eignen sich Wireframes besonders gut. Deswegen machen wir es jetzt schon. Also, diese Prototypen machen, wie gerade schon gesagt, die Software konkreter. Ich kann was anfassen, ich kann sagen, welche Knöpfe könnte ich drücken oder welche Schritte kann ich vornehmen. Und Ihre meisten Kunden werden schon, seitdem sie klein waren, mit IT-Systemen gearbeitet haben. Jeder Sachbearbeiter arbeitet jeden Tag mit IT-Systemen, also da ist eine Vorstellung da, wie IT-System funktioniert. Und die haben mit anderen Systemen wie Facebook, Instagram, YouTube oder irgendwelchen formularbasierten Oberflächen auf der Arbeit schon immer gearbeitet. Und darunter kann man sich natürlich mehr vorstellen als unter einer abstrakten Notation wie einem Flowchart, einem UML-Diagramm oder einem BPMN-Diagramm. Und diese Screenshots können Sie sehr schön darstellen, in den Meetings zeigen. Man kann sehr schön mit dem Stift schnell drin rumändern, wenn man es richtig macht natürlich. Und ich kann auch mit den Screenshots ein bisschen das Verhalten der Software durchspielen, also diese Interaktion zwischen System und Benutzer kann ich sehr schön simulieren damit. Klassiker ist so mit Papierprototypen, wo Sie wirklich das System als Ausdruck haben. Einer spielt Computer und der andere tut so, als wäre er der Benutzer und man interagiert dann sozusagen durch Austausch von ausgedruckten Screenshots. Der Kunde kann aktiv mitgestalten, das heißt, Sie können dem im Grunde auch ein Maltool in die Hand drücken. Es reicht ein Zettel und ein Stift, damit kann er schon was malen und sich erste Abläufe überlegen. Und damit zwingen Sie quasi den Kunden aktiv mitzuarbeiten. Und er muss mitdenken und sich selber überlegen, welche Schritte wären vernünftig. Und bei dem Überlegen fallen ihm vielleicht Daten auf, die er vergessen hat, Schritte, die man noch machen muss, Schritte im Workflow, die vielleicht zwar allen irgendwie klar sind, aber nicht explizit gemacht wurden. Und das selber Zeichen macht auch mehr Spaß, als bespaßt zu werden von irgendwelchen IT-Heinis, die einen dann voll labern. Hier schon mal als erster Warnhinweis, wenn Sie mit solchen Prototypen arbeiten, geben Sie sich Mühe speziell mit den Daten, die Sie in die Oberfläche eintragen oder mit den Beispielen. Meine Informatiker fangen häufig an mit Q-Wert oder Test 1, 2, 3, 4, 5 oder Schnaddeldaddel oder irgendwelche Computerspielenamen oder mit den Simpsons oder mit Family Guy oder sowas. Sie müssen sich ja vorstellen, der Kunde hat eine fachliche Vorstellung, der mit da reingeht. Und bei ihm sind halt, was ich Sonderausstattungen in der grafischen Oberfläche gemeint, aber eben nicht Homer Simpsons und schon gar nicht Q-Wert oder Test 1, 2, 3, 5. Also diese Daten, die Sie eintragen, lösen bei dem Kunden eine fachliche Vorstellung aus, abhängig davon, welchen Systemtyp Sie bauen. Und beleidigen Sie den nicht dadurch, dass Sie da irgendwelche Rüddelbrümpf-Daten eingeben, sondern versuchen Sie auch da, sich möglichst fachlich plausible Daten zu überlegen, die Sie in diese Oberfläche eintragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sonst gehen Ihre Meetings schief. Also geben Sie sich Mühe mit den Daten, die Sie eintragen, sonst wird das sehr schnell geschlampert und hingeferkelt. Und das darf nicht sein, weil der Kunde dann so ein bisschen Glauben auch an Sie verliert. Also immer nochmal Gebetsmühle, fachlich korrekte, vernünftige Testdaten eintragen, unter denen sich der Kunde was vorstellen kann. Nur so halten Sie den im Boot. Hier mal ein Beispiel, wie man sowas machen kann. Auf dem Foto sehen Sie, das habe ich jetzt mir selbst ausgedacht, das war aus einem Buch, das ich mit der
Kollegin Hammerschall von der FH München zusammengeschrieben hat, Pups. Und da haben wir sozusagen so Screenshots ausgedruckt und überlegt, wie könnte die Interaktion sein. Also wie kann der Benutzer durch die Screenshots durchnavigieren. Das Hübsche ist, Sie können damit Klebezetteln was dran machen, Sie können Pfeile malen, Sie können Zettel zerreißen. Also das ist sehr interaktiv und man kann vor allem mit einer Menge von Leuten um so eine Pinnwand oder ein Whiteboard herumstehen und sich das gemeinsam überlegen. Wenn es keine Pinnwand gibt, gibt es vielleicht ein Online-Whiteboard. Man kann sowas ja auch mit Miro oder anderen entsprechenden Tools machen. Oder mit Adobe XD können Sie es direkt ausprobieren. Es gibt jetzt zwei Varianten, wie man es machen kann. Man startet typischerweise mit dem sogenannten Low-Fidelity-Prototyping, also einfache Kästen- und Pfeile-Grafiken. Und High-Fidelity-Prototyping wäre dann im Grunde schon nahe an dem Produkt, was Sie nachher liefern wollen. Also das machen wir nicht. High-Fidelity-Prototyping, das kommt sozusagen in anderen Vorlesungen vor. Slow Fidelity Prototyping machen wir selbstverständlich, weil wir was brauchen. Also, Sie skizzieren mit dem Stift mal eben schnell Abläufe und Screens. Also, Scribble kann sein, Sie nehmen einfach wirklich Stift und Papier oder vielleicht so, es gibt so Schablonen, die man kaufen kann für bekannte UI-Elemente. Man kann so Vordrucke ausschneiden, auch da gibt es so Bastelsätze im Internet. Das habe ich jetzt aus Urheberrechtsgründen hier mal rausgelassen. Oder Sie können so Wireframing-Tools verwenden. Also so ein ganz bekanntes, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist Balsamiq, weil man da sehr schnell was gebaut hat und das einen nicht durch unnötige Toolkomplexität vom eigentlichen vom eigentlichen Screen abhält. Und es ist praktisch keinen Aufwand zu treiben. Jeder kann was malen und Sie haben sehr, sehr schnell was, worüber Sie reden können. Das ist das eigentlich, was Sie wollen. Sie wollen schnell einen Prototypen haben, schnell eine Diskussion und nicht sich jetzt wochenlang zurückziehen und an irgendwelchen Farbschemata herumfeilen. Das kommt später erst. Und die Testpersonen, die Sie mit denen Sie arbeiten, normalerweise können die sich auch was Konkretes vorstellen. Dann kriegen Sie natürlich schnell Feedback von denen, weil die eine konkrete Vorstellung im Kopf haben und im Kopf simulieren können, wie die Benutzung des Systems denn wäre für Sie. Es kann natürlich sein, dass Sie da relativ viele Entwürfe brauchen, aber das ist ja sozusagen, da Sie schnell neue Entwürfe machen können, ist das auch in Ordnung. Das High-Fidelity-Prototyping, das machen Sie wesentlich später, wenn es jetzt wirklich um das grafische Tuning geht, also wenn es jetzt wirklich um Gestaltung, Farbschemata, schönes Aussehen, also appeliges Aussehen beispielsweise, wenn Sie das haben wollen, das wäre ein High-Fidelity-Prototypen. Dazu fehlt uns tatsächlich die Zeit in unseren Projekten. Schaffen wir nicht. So, wie kann so ein Low-Fidelity-Prototyp aussehen? Ich habe jetzt hier mal auf die Schnelle zwei Skizzen gemacht, einfach in meinem Notizbuch. Sie sehen hier auf der Seite, ich fahre da mit der Maus mal hin, eine Skizze für den Taskflow. Also das kann man mal eben schnell an einem Whiteboard skizzieren. Also die Idee ist ja wirklich, dass Sie da mit einer Horde Leute um so ein Dings herumstehen oder Sie reden mit dem Kunden und zeichnen selber in Ihrem Notizheft oder in anderen Werkzeugen, machen Sie so ein Screenflow, so eine Zeichnung dazu. Und auch so eine Oberfläche, ich habe es hier mal auf der anderen Seite versucht, mit irgendwelchen Tabellen und so weiter, das haben Sie sehr, sehr schnell mit einem Zettel und einem Stift skizziert. Da müssen Sie auch nicht besonders gut malen können, ich bin jetzt auch da eher dilettantisch, aber Sie können sehr, sehr schnell eine Idee mit einem Stift auf den Zettel bringen. Und damit können Sie die ersten Meetings gut überstehen und sehr schnell den Suchraum einschränken auf die tatsächliche Lösung, die Sie nachher für den Kunden bauen. Zweite Möglichkeit, die man dann danach machen kann oder stattdessen, ist, Sie nehmen ein Werkzeug wie Balsamiq. Balsamiq hat den großen Vorteil, dass die ganzen Zeichnungen sehen schon sehr handskizzenartig aus. Also wenn Sie es vergrößern würden, sehen Sie wirklich, das sieht so aus, als ob man das mit einem Zettel und einem Stift gemalt hätte. Und was Sie machen, ist eigentlich per Drag and Drop. Ich habe es leider keine laufende Lizenz, deswegen hier nur der Screenshot. Sie können per Drag and Drop hier Oberflächenelemente wie Buttons oder aus dem Material Design bekannten, diese runden Knöpfe einfach in den Entwurf unten ziehen und dann so Stück für Stück die grafische Oberfläche zusammenbauen. Und dann sozusagen mehrere Screens machen und den Ablauf durch die mehreren Screens können Sie auch simulieren. Man kann also sozusagen also tatsächlich so eine simulierbare Oberfläche aus dem Balsamiq herauskriegen. Also Sie sind sehr schnell, das sieht bewusst skizzenartig aus, das heißt, Sie fangen gar nicht erst an, über Details der Gestaltung zu diskutieren, sondern hier geht es tatsächlich um den Content der Oberfläche und da sind Sie mit dem Tool sehr, sehr schnell unterwegs. Wenn Sie eher High-Fidelity-Prototypen machen wollen,
oder Sachen auch, die Sie über mit dem Team bearbeiten können, ist Adobe XD eine Wahl, die ich jetzt sehr häufig in Projekten gesehen habe. Ich habe das selber ausprobiert. Man hat dann relativ hohen Einarbeitungsaufwand in das Adobe XD, weil es einfach mehr kann oder komplexer ist. Dafür habe ich dann so Funktionen zur Verfügung, dass ich wirklich so ein Gestaltungsraster vorgeben kann. Das sehen Sie hier auf dem Screenshot auch. Also ich habe jetzt hier so ein drei Spalten Gestaltungsraster gemacht. Der bietet mir jetzt nicht so vorgefertigte Oberflächenelemente an, die kann man als Bibliothek importieren, sodass man dann da also eigentlich alles machen kann, von einem Scribble und so einem sketchy Entwurf sozusagen bis hin zu einem High-Fidelity-Prototypen, kriegen Sie damit alles hin. Was etwas komplexer wäre Adobe XD als ein Beispiel. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Tools und am Ende des Tages können Sie irgendein Maltool verwenden. Also ich habe Projekte gesehen, da haben wir das mit PowerPoint gemacht. Auch das geht natürlich. Zettel und ein Stift reicht eigentlich. Das war mal so ein Schnellausflug in das Thema Wireframing. Auch dafür gibt es sehr, sehr viele schöne Trainingsvideos. Also gerade die Balsamic-Leute haben dann sehr, sehr viele Videos auf YouTube stehen, wo man sich das nochmal anschauen kann. Und es gibt auch für das Adobe XD umfangreiche Kurse. Also wenn Sie das Thema vertiefen wollen, werden Sie sehr viel Material im Internet finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.